Die Silbe A. Es gibt im Vajrayana oder tantrischen Buddhismus eine buddhistische Version der Praxis, der Meditation mit Mantren, mit Mantras. Eigentlich etwas, was der indischen Kultur sehr eigen war, auch vor dem Einfluss des Buddhismus, vor der Zeit des Buddha und seiner Nachfolger. Offensichtlich ist es im Laufe der Jahrhunderte in Nordindien zunächst zu einer Art Begegnung oder Synthese auch gekommen zwischen den buddhistischen Lehren, Meditationen und so weiter und dem, was in der indischen Kultur sehr tief verankert war, eben die meditative Praxis mit Mantren. Und es hat sich tatsächlich eine Hochkultur der Nutzung von Mantras oder Mantren, gerade dann im sogenannten tantrischen Buddhismus oder Vajrayana-Buddhismus oder eben Mantrayana, sagt man auch, dem Fahrzeug der Mantras, entwickelt. Die Tibeter haben diese Tradition aus Indien sehr intensiv übernommen. Und ja, zu jedem Buddha-Aspekt, zu jeder Gottheit, auf die man im tibetischen Buddhismus betet und meditiert und die man visualisiert, gehört ein oder mehrere Mantras. Die Rituale sind voller Mantras. Ja, und die Frage hier geht nach einer Keimsilbe. Man unterscheidet Mantras. Das sind so kleine Formeln, meistens aus 3, 6, 10 Silben. Von Dharanis, das sind noch längere Mantraformeln, schon fast kleine Sätze oder wie Verse, die sind alle in Sanskrit, oft dann auch tibetisch ausgesprochen, nicht mehr im Originalton des indischen Sanskrites. Zum Beispiel das Vajrasattva-Mantra soll 100 Silben haben und so weiter. Das ist dann eher ein Dharani als ein Mantra. Oder einem Mantra würde man sich eine kürzere Formel vorstellen. Und dann gibt es Keimsilben. Das sind dann nur einzelne Silben oder Töne. Ja. Und die Silbe A, nach der jetzt hier gefragt wurde, ist eine solche Keimsilbe. Die drei berühmtesten Keimsilben sind Om, A und Hung. Und die werden zum Beispiel visualisiert an Stirn, Kehle und Herz des eigenen Körpers. Und Mantras stellt man sich dann auch als leuchtend vor, oder gerade diese Keimsilben stellt man sich leuchtend vor, in einer bestimmten Farbe, mit einem bestimmten Ton eben. Sie haben ja eben auch einen Ton, ne? Also, sie sind nicht nur Buchstaben, sondern sie tönen eigentlich aus diesen Buchstaben heraus. Und sie haben dann eine Bedeutung. Die buddhistischen Mantras sollen eigentlich alle Buddha-Qualitäten repräsentieren. Die Vajrayana-Methode im Buddhismus besteht darin, Qualitäten des erwachten Bewusstseins, was ja eigentlich das Fernziel des ganzen spirituellen Weges ist, zu antizipieren, also vorwegzunehmen, als wäre die Qualität schon da. Normalerweise zum Beispiel, wenn wir im Stil von Geistesruhe Meditation, wir sprachen darüber, an dieser Stelle meditieren, dann ist da der unruhige Geist und wir versuchen ihn mit Meditation zu beruhigen und irgendwann machen wir vielleicht tiefgründige Erfahrungen damit und entwickeln mehr und mehr Shamatha. Praxis. In der Vajrayana-Methode werden viele, man nennt es Upayas oder geschickte Hilfsmittel verwendet. Upayas, Methoden, Hilfsmittel, die sozusagen die Qualitäten des Ziels, das, was es zu entdecken oder entwickeln gilt, vorwegnehmen. Beziehungsweise, es basiert alles auf der Philosophie, dass das, was wir suchen oder was wir als, ich sag nochmal, spirituelles Ziel irgendwie uns vornehmen oder wünschen, dass das ja alles eigentlich schon da ist.
Und um dieses Schon-Dasein sehr anschaulich zu machen, visualisiert man zum Beispiel Buddha-Aspekte, ja, vielleicht den Avalokiteshvara oder die Tara oder einen anderen Aspekt, den Medizin-Buddha, als wäre er vor uns im Raum oder als wäre er in unserem Herzen oder als wäre sie über unserem Kopf und so weiter. Ja? Also man sagt quasi, dass Ziel des Erwachens oder auch Qualitäten wie Mitgefühl und Weisheit und so weiter, die sind schon hier. Die sind in der Visualisation zugegen oder eben auch vielleicht in der Dekoration eines Altars oder eines Tempels. Dann hast du, oder eines Bildes, dann hast du ein Buddha vor dir stehen oder ein Bildnis der Tara vor dir an der Wand hängen oder auf einem Foto. Und das, was du quasi wünschst zu entwickeln, das ist schon hier. Das ist mit den Mantras genauso und auch mit den Keimsilben. Und jetzt unter diesen drei Hauptkeimsilben Om, A und Hum steht die Silbe Om für die Buddha-Natur oder die wahre Natur des Körpers. Der Körper ist ein Buddha-Körper. Auf einer gewöhnlichen Ebene ist es ein vergänglicher Körper, er ist geboren, älter geworden, er wird sterben. Aber diese Lehren sagen, also diese Vajrayana-tantrischen Lehren sagen, alles in der Welt hat auch einen Körper und auch der Buddha, der wache, befreite Geisteszustand, hätte eine körperliche Erscheinung. Und die Silbe Om steht für die Reinheit des Körpers. Das ist eine Version, da gibt es sicherlich andere Versionen. Die Silbe A, Om A Hum, steht für die Reinheit oder die Natur des Klangs, der Sprache, des Tons. Und sie wird zum Beispiel am Kehlzentrum, an der Kehle auch visualisiert oder in der Mitte des Halses visualisiert, oft dann auch in einer entsprechenden Farbe, vielleicht rot oder weiß. Und dann gibt es noch als diese drei Hauptkeimsilben die Silbe Hum oder Hum. Eigentlich ist es H-U-M, aber oft wird es geschrieben, weil die Tibeter es so aussprechen, H-U-N-G, Hum. Und das ist die Silbe, die die wahre Natur oder auch die reine Qualität des Bewusstseins oder Geistes selbst meint. Und Om würde an der Stirn zum Beispiel oder im Kopf auf Stirnhöhe visualisiert, A, sagte ich schon, an der Kehle und Hung im Herzen. Und dann hat man die drei Ebenen, Körpersprache, Geist, repräsentiert durch diese drei Silben in ihrer Buddha- oder erwachten reinen von Emotionen und Schleiern und Geistesgiften befreiten Qualität. Darüber kann man dann meditieren, man kann die Silben tönen, man kann sie also singen vielleicht oder leise flüstern oder sich nur vorstellen, dass sie einen Klang haben oder man kann Licht aus ihnen ausstrahlen sehen. Jetzt die Silbe A ist also unter anderem, da gibt es bestimmt vieles, was man noch in der Silbe A sehen kann, assoziiert mit dem reinen Klang. Es passt ja auch ein bisschen, weil die Silbe Om hat noch einen Konsonanten, O-M, Om. Die Silbe Hung hat auch einen Konsonanten. Ja. Die Silbe A hat keinen. Sie hat keinen Konsonanten, ist nur A, ja. Also nur Vokal, nur ein Ton ohne, man könnte sagen, Anfang und Ende. Ne? Ein Om hat irgendwie so ein Bop am Ende, ein M, dass das O stoppt. Ein A hat es nicht. Ein A ist einfach nur ein offener Klang. Und insofern macht es ganz viel Sinn zu sagen, A kann man sich gut vorstellen als die Reinheit allen Klangs, allen Tons, aller Sprache damit auch. Das heißt, bevor Sprache manifest wird, ist da der Klang A, der Ton A. Ja, wie wird A geschrieben? Da war in der Fragestellung vorhin die Andeutung, dass es vermutlich unterschiedliche Schreibweisen für A gibt, zumal wenn wir das transkribieren in unser westliches Alphabet,
Da liest man manchmal nur A oder AH. Tatsächlich ist das meines Wissens auch im Sanskrit und Tibetischen unterschiedlich. Man kann nur den Stamm der Silbe, der Keimsilbe A schreiben oder noch zwei kleine Pünktchen dahinter machen. Ja, das kommt wohl im Sanskrit-Alphabet und im tibetischen Alphabet dann, im Alphabet nicht, aber in der tibetischen Schreibweise auch vor. Und damit dehnt man, haucht man das A ein bisschen länger. Ja, was da noch so dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht. Aber wir finden meistens als westliche Umschreibung eher ein AH. Und das H soll aber jetzt nicht wieder so was wie ein M sein, wie bei Om oder Hum, was jetzt den Vokal irgendwie bremst. Und das H ist wirklich auch, wenn dann eher eine Ausdehnung des Vokals. Ja. So, also man sagt nicht einfach nur A, sondern A. Ja. Was mir gerade noch einfällt, das A hat auch im tibetischen Buddhismus oft noch eine besondere Symbolkraft für die Buddha-Natur selbst. Es gibt offenbar in der Dzogchen-Tradition, das ist die alte Tradition über die letztendliche Dimension oder Realität des Bewusstseins. Hier in der Kamakagi-Tradition, zu der das Kamalashila gehört, spricht man eher von Mahamudra. Und in der Nyingmapa-Tradition gibt es sehr ähnliche Lehren, aber mit anderen Akzentuierungen. Die nennen sich Mahaati auf Sanskrit oder bekannter unter dem Begriff Dzogchen. Und da wird oft die Silbe A als geradezu Schlüssel oder Hauptsymbol für die ganze Sichtweise des Dzogchen verwendet. Also es gibt zum Beispiel Bücher, in denen Dzogchen-Lehren enthalten sind, auf denen ist dann vielleicht als Siegel geradezu der Buchstabe A zu sehen. Also in dieser Tradition, ich glaube nicht so sehr in der Mahamudra-Tradition, spielt er tatsächlich dann noch so eine zentrale Rolle, dass man sagt, in der Silbe A ist alles enthalten, was wir als Menschen erfahren können, als befreiter, natürlicher Bewusstseinszustand. Die wahre Natur des Geistes ist in der Silbe A enthalten, nicht nur der Sprache dann. Das ist noch eine andere Symbolik. Es könnte jetzt sein, dass ich ein paar Dinge gesagt habe, die nicht ganz stimmen. Ich habe jetzt ja auch keine Textquellen vor Augen. Man müsste es weiter recherchieren, was sich hinter der Silbe A verbirgt. Ich habe jetzt einfach versucht, ein paar Dinge zu erwähnen, die eigentlich im tibetischen Buddhismus ja nicht gerade allgemeingut sind, aber jetzt gar nicht so unbekannt sind. Also viele, die sich mit Mantra-Praxis im tibetischen Buddhismus beschäftigt haben, werden Dinge, wie ich sie gerade versucht habe zusammenzufassen, auch schon mal gehört haben.